So, in der Hoffnung, dass jetzt ein ganz klassischer USB-Reset irgendwas geholfen hat, schauen wir mal, ob es jetzt besser ist. Also auch hier wieder gerne Feedback, wie es ausguckt. Sonst muss ich mir mal irgendwas total abgefahrenes überlegen. Ja, sehr schön. Okay, also liegt auf jeden Fall am Mikro und ein klassischer USB-Reset hat dann doch geholfen. So, und jetzt kommen wir aber mal zu dem Part, den ich nämlich eigentlich machen wollte, nämlich euch Hallo sagen. Und es sind jetzt schon da der Elu, der Mikey, der Memis hat Hobbys, der Mimir, der Hammer-Ossi, der Big Bo, Freedom Nerd, der TJ Kerbel, Senfsoße ist auch schon da, Neo Kerman. Und der Mind Devil, der Hasto hat auch schon vorbeigeguckt. Und wen haben wir da noch? Der Sisan ist gerade noch dazugekommen. So, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Hallo an euch alle erstmal. Und willkommen am Sonntagnachmittag zu Hardcore Colonization. Und es gibt natürlich leckeren Kaffee dazu. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und scheinbar auch direkt ein Abo. Vielen lieben Dank, Mimir. Und ja, da geht doch gut los. Wir sind noch nicht mal richtig gelandet. Gibt schon das erste Abo, deshalb vielen, vielen lieben Dank. Und hallo natürlich auch an den Zerrexis. Und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende, ein holsames Wochenende. Und habt gestern auch brav den Real Solar System Livestream vom Cookie geguckt. Der hat ganz schön vorgelegt. Der hat den ersten bemannten Orbit abgehakt. Ich glaube im Sommer 1956. Ich bin Januar 1957 und noch nicht mal gestartet. Ich habe noch nicht mal die Forschung fertig. Das wird knackig. Das wird auf jeden Fall knackig. Aber es ist nicht heute nicht unser Problem. Da machen wir Dienstag weiter. Und für euch schon mal als Hinweis noch, ich hatte es auch schon in den Neuigkeiten-Channel geschrieben. Ich bin diese Woche beruflich ein bisschen unterwegs. Das heißt, am Dienstag der Stream wird ganz normal stattfinden. Der Donnerstag-Stream mit Hardcore Köbel wird leider ausfallen. Und ich guck mal, ob ich den Samstag irgendwie als Ersatz reinschieben kann. Am Sonntag zu Hardcore Colonization bin ich auf jeden Fall wieder da. Das heißt, nicht wundern, wenn da donnerstags nichts kommt. Ist auch so angekündigt, ist auch im Kalender so eingetragen. In diesem Sinne nicht überrascht sein. So, der Wiedereintritt sieht insgesamt alles ganz entspannt aus. Ich bin da eigentlich mal positiv, dass nichts Schlimmes passieren sollte. Und hallo auch an den Markus. So, sehr schön. Sehr schön. Und den Jaster. Da habt ihr ganz übersehen. Hallo auch dir natürlich. So, jetzt können wir, glaube ich, mal in Zeitraffer rübergehen, damit wir das hier abgewickelt bekommen, damit wir zu den echten, spannenden, körbeligen Raumfahrtdingen kommen und nicht einfach nur eine Landung. Aber natürlich, ne, für die zwei, ich weiß nicht, ob sie heute da sind oder eher auf YouTube gucken, Carlosso und Alexander Kerman sind natürlich auch Zuschauer, Schrägstrich Abonnenten, Schrägstrich Follower, je nachdem, ob man auf YouTube oder Twitch unterwegs ist, heißt das ja anders. Kerbels, die sich gemeldet haben bei der großen Formularliste. Und Zerexis hat sein Follow dagelassen. Vielen Dank und willkommen bei den Kerbonauten. Und die beiden haben jetzt ihren Flug am Mond absolviert. Also die hatten einen Flyby um den Moon gebucht. Und das hatten wir gleich mal kombiniert mit einem kleinen Ausflug von Luis und den Aktivitäten, die wir am Moon eh so hatten. Und da die Aktivitäten am Moon abgeschlossen sind, ist diese Reise nun auch abgeschlossen. Und wir kriegen jetzt hoffentlich eine Menge Geld. Recover. Okay, dann gucken wir mal. Hoffentlich eine Menge Geld. Hoffentlich haben wir das sauber vertraglich abgeschlossen, dass die jetzt auch bezahlen müssen. Sonst schieße ich sie zur Strafe nochmal auf den Mond. Und hallo natürlich auch an den Ladengrew und den Boofby. Eins von beiden. So, jetzt gucken wir mal, was das gegeben hat. Mein Konto sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, also zumindest im Spiel. Completion Rewards, 202.000 Funds, sehr schön und auch ein bisschen Reputation. So, das heißt, wir sind jetzt bei knapp 1,5 Millionen, wenn ich mal großzügig runde. Irgendwoher werden wir die 1400 Funds dafür schon noch bekommen. Und guck mal, wie schön das hier schon aussieht. Wir haben schon so hier so einen kleinen Teich und es sieht schon wirklich so aus wie ein Space Center. Fast. Fast. Aber wir müssen jetzt noch nichts upgraden, glaube ich, gerade. So, wir können jetzt mal gucken, was an Aufträgen ansteht. Ein bisschen was habt ihr vielleicht noch auf dem Schirm. Und zwar, was ich letztes Mal angenommen habe, weil das ist für mich der nächste logische Schritt, nachdem wir mit. Also, die Moonbase wird weiter bestehen bleiben, mit der experimentieren wir rum. Das ist ein sehr kurzer Anflugweg, wenige Tage oder eigentlich sogar Stunden, um hinzukommen. Wir können sehr schnell evakuieren, wenn irgendwas schief geht. Das heißt, die Moonbase wird bestehen bleiben als unser Experimenten.
Store und es wird dann noch eine weitere Base geben und da haben wir hier einen Auftrag, schon mal den Scan abzuschließen und zwar Minmus. Minmus wird für mich oder ist für mich eigentlich der ideale Planet/Mond, um eine Bodenbasis und eine Orbitalstation zu kombinieren, um die ganz alte klassische Tankstelle aufzubauen, mit der wir dann natürlich auch unsere interplanetaren Missionen erfüllen können. Wir haben Explore Duna auf dem Radar. Das ist erstmal nur mit was Unbemannten, glaube ich. Also, es steht nicht da, ob es unbemannt sein muss oder nicht. Aber es ist ein Flyby, ein bisschen Scientific Data schicken und Return to Kerbin from a Flyby of Duna. Okay, das hat mir gar keiner gesagt, dass ich das auch noch zurückschaffen muss. Aber hey, kriegen wir auch noch alles hin. Das werden wir wahrscheinlich mit einer Sonde erstmal nur machen. Und, Lading Gru, was passiert eigentlich mit dir? Das weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, wofür du dich eingetragen hast. Bist du denn überhaupt schon in der Mannschaft? Bist du schon drin und unterwegs? So, genau. Dann haben wir noch das Space Camp. Das läuft doch mal noch. Das ist in 5 Tagen vorbei. Dann müssen wir die ganzen 14 Leute zurückholen. Das wird eine der Aufgaben heute werden. Und die Minmus-Sachen gehen natürlich ganz gut nebenher. Wir haben jetzt aber durch das Abschließen von den Geschichten haben wir ein bisschen was wieder frei bekommen und können uns mal überlegen, was wir mit den freien Vertragsslots anstellen können. Was ist das denn? Ein Missing-Vertrag. Long-Term Research Vessel. Nee. Okay, wir könnten noch mal Touristen uns irgendwo rauspicken. Wollen mal irgendwelche Leute was Spannendes machen oder so? Am besten ja mal zwei. Flyby of the Moon with two tourists. Wir könnten natürlich noch mal Touristen am Moon flybyen, aber das ist natürlich ein bisschen langweilig. Die Investor-Tour wäre auch möglich. Aber ehrlich gesagt will ich kein Space Casino bauen. Space Hotel wiederum. Lohnt sich das? Scansat Probe nach Duna. Steht das da? Oder war das jetzt nur eine Idee? So, da reizt mich jetzt gerade nichts so richtig. Wenn ihr was seht, wo ihr sagt, so wow, das sollten wir unbedingt machen, dann schreit das gerne mal in den Chat rein. Mich persönlich reißt da jetzt gerade nicht so besonders viel vom Stuhl, sondern wir könnten jetzt wirklich mal die Sachen aufarbeiten, die wir zu tun haben. Wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt, sagt Bescheid. Und ja, wenn du wieder im KSC bist, du hast ja sicherlich ein bestimmtes präferiertes Ziel eingetragen, Lalingru, dann wirst du da auch wieder hinverfrachtet. Wenn dein Ziel für dich abgeschlossen ist und du jetzt rumsitzt und nur die ganze Zeit Billard spielst, kannst du ja mal ein neues Ziel einklicken. Ja, und die Investor-Tour, ja, also wenn, dann würde ich eher das Space Hotel machen, weil ich bin hier eine Kolonisierungsveranstaltung und keine Glücksspielveranstaltung. Gut, aber jetzt gucken wir mal noch auf die Uhr, wie spät das ist. Also, wir haben, die Kerbin Space Station ist in 5 Tagen fällig. Wir müssen auch mal gucken, nee, das ist der falsche Knopf, das müssen wir hier drinnen gucken, wie weit wir mit der Moonbase und so weiter sind, um uns dort, also wir müssen aufpassen, dass wir auf der alten Moonbase rechtzeitig die Besatzung austauschen. Das ist alles hier die Kerbin Space Station. Dann kommt der Mining Rover. Da ist noch alles gut. Die müssen nur irgendwann mal da raus. Moonbase Alpha, 49 Tage. Check, check. So, Moon Space Station hat noch 107 Tage. Da haben wir aber auch noch ein bisschen Puffer am Ende des Tages. Und Moonbase Bravo sitzt hier im Moment nur der Sim an die Kerbin drin. Die anderen sind im Mining Rover unterwegs. Das heißt, okay, wir haben am Ende des Tages noch ein bisschen Zeit. Und zwar genau genommen, bis wir die Moonbase räumen müssen, noch so ungefähr 1,5 Monate. Also ich würde mir mal einen Reminder in einem Monat setzen. Und Frylock 1, willkommen bei den Kommandanten. Vielen Dank für dein Follow und ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, und wir adden jetzt mal ein Alarm, das ist Moonbase Alpha evakuieren.
So. Wie kann ich die Position von meinem Kerbal ändern? Bin noch nicht dabei und habe es mir anders überlegt. Also, ihr könnt einfach das Formular aufmachen, solange ihr noch nicht dabei seid und reingenommen wurdet. Und könnt dort einfach dann, wenn ihr angemeldet seid mit eurem Google Mail-Account, hinten das Feld, was ihr ausgewählt habt, wo es hingehen soll, einfach umändern auf ein neues Ziel. Das sehe ich dann, dass das geändert worden ist und kann das entsprechend oder kann da entsprechend drauf eingehen. So, wir hatten gesagt, in 30 Tagen würde Sinn machen. Zack, das nix. So wollte ich nicht. Null. So. Und Add Alarm. Dann haben wir in 30 Tagen einen Reminder drin, dass wir die Moonbase Alpha leer machen. Gut, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt als erstes mal den Satelliten für unsere Aufklärungsmission am wunderschönen Mond Minmus. Der wird ja eh einen Moment brauchen, um hinzukommen. Also macht Sinn, den jetzt schon mal loszuschicken. So. Und da haben wir bestimmt auch schon was Fertiges. Irgendwas, Minmus war ich schon mal. Da gibt es bestimmt was. Minmus Länder ist wahrscheinlich völlig übertrieben. Aber wir können ja mal gucken. Ach du Heilige. Ja, wisst ihr was? Wir bauen mal schnell was Neues. Das geht, glaube ich, einfacher. Also, was sagt der Vertrag denn genau aus? Wir haben. Da. High Resolution Altimetry Scan. Scan. Scansaat. Multispektral. Welcher ist denn das jetzt? High Resolution. Welcher macht denn den High Resolution Dingsbums Scan? Ich glaube, es ist der hier, oder? Dieser Scansaat Altimetry Sensor. Weil das hier war ja der Low Resolution Scan. Und wir brauchen einen High Resolution Scan. Altimetry Scan. Oder? SIR Altimetry Sensor, also klingt für mich total sinnvoll. Scan been there, done that. Was ist das denn? Okay, automatic nearby anomalies. Oh. Very low altitudes primary use for tracking identified. Ah ja. Ah ja, funktioniert aber nur aus 2 Kilometer Höhe. So, alles klar. Dann bauen wir uns jetzt mal ein kleines Forschungsgefährt. Und wir nehmen den guten alten Hexcore. So, das da ist. So. Und jetzt schauen wir mal, dass wir da ein bisschen Tank ran machen und ein bisschen Triebwerk und dann halt hauptsächlich den Altimetry-Sensor. Und ich glaube, das reicht dann für unsere Zwecke auch schon. Denn wir wollen ja da jetzt nicht irgendwie ein riesen Ding abfeiern mit 15.000 Milliarden Dingen, die wir so tun wollen, sondern wir packen das da einfach ran, seitlich. Zack. Und gucken mal, wie schlimm es denn wird, wenn es ausgefahren wird. Hatte ich mir jetzt irgendwie abgefahren und komplexer vorgestellt. Okay, das ist ja. Das ist ja völlig in Ordnung. Optimale Höhe gucken wir gleich noch. Der verbraucht dann 1,5 Strom pro Sekunde. Das ist auch total entspannt eigentlich, wenn ich mir das so mal angucke. Und Unyababa, willkommen bei den Kronauten. Danke für den Follow. Viel Spaß beim Zugucken. Und ich glaube, dann können wir aber wahrscheinlich mit 2 von denen hier ganz gut unseren Stromhaushalt erledigen für den Scan-Satelliten. So, haben wir das. Und jetzt gucken wir mal nochmal, was der braucht. Und dann können wir uns auch nochmal angucken, was wir eventuell an Science-Dingen noch nicht gemacht haben. Also, der sagt, beste Altitude sind 750 Kilometer. Dann müssen wir mal gucken, ob 750 Kilometer an Minmus überhaupt möglich ist. Mindestens 5 Kilometer, das kriegen wir hin. Aber das ist dann auf jeden Fall ein High Orbit. So, und dann gucken wir doch mal mit Space Dingsbums Science Gedöns. So, All Unlocked Experiments. Und wir wollen Space High Minmus. So, da haben wir noch nicht gemacht. Einen Iridian Scan. Gravity Scan.
Es ist hauptsächlich Gravity Scan und Iridian Scan. Okay. Diesen nehmen wir auf jeden Fall mal mit, weil dann fliegen wir nicht umsonst. Also umsonst fliegen wir sowieso nicht. Es ist ja ein Auftrag. Aber dann haben wir noch den netten Nebeneffekt, dass wir so ein paar leckere kleine Science-Punkte einsammeln können. Gott. Das ist ein bisschen voll geworden hier, ne? Iridians, ich weiß, dass ich schon 15.000 Mal gesucht habe. Iridian Scan, ist er das? Multispektral Image Data, nee. Das ist er nicht. Hat jemand gerade im Kopf? Dann muss ich mich nicht komplett durchsuchen. Hydrogen Data. Zack, zack, zack. Science Experiment, Recon Scope. Was war der Iridian Scan, Freunde? Was war der Iridian Scan? Ich weiß es gerade nicht. Little Brother, Recon Data. Zack, zack, zack. Und Korobirne, vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich auch für dein Follow und weiterhin viel Spaß. So, Iridian Scan. Das muss doch da irgendwo dabei stehen. Und willkommen natürlich auch an den Karazit. Mist, steht da in der Form nicht mit dabei. Ah, wie war denn das? Wie war denn das? Ich muss mal kurz KSP Iridians Scan. So, womit macht man den? Iridians Scan. War von mir aus auch das. Die Magic Orbital Science. Okay, soweit sind wir schon mal. Iridians. Das ist überhaupt nicht mit dabei auf der Seite. Sehr schönes Suchergebnis. So, Iridian Scan. Ah, wo ist er denn? Es gibt einfach mal keine. Keine Anleitung dafür, wo der Iridian Scan drauf ist. Das hilft natürlich ganz enorm. Radiant Scan. Das ist Teil neben dem Science Lab. Meint ihr? Das ist die Multispektral Imaging Plattform. Also die wird mir zumindest. Ich kann es ja mal gleich ausprobieren auf der Plattform. Und gucken, ob es funktioniert. Zack, und dann brauchen wir nur noch Gravity Dingsbums. Das ist natürlich der Gravioli-Detektor. Den kann man immer mal brauchen. So, zack, Deploy Imager. Okay, so, das wäre theoretisch die Minmus Scan Probe. So, danke für die Terminal Help. So, jetzt gehen wir mal einfach gucken. Und was wir jetzt machen, ist das Ding mal nach draußen kurz auf die Startbahn stellen. Und einfach mal gucken, ob es das tut, was wir wollen. Wir wollen nämlich einen Gravity Scan machen, damit ich mir zu ziemlich viel Prozent sicher, dass das passt. Aber dieser Iridian Scan, das weiß ich noch nicht so genau. Das weiß ich noch nicht so genau. So. Schauen wir mal, was passiert. Magic, Magic, Magic. Riesiger Live-Support-Status, den können wir eigentlich auch mal zumachen. Dankeschön. So, schon wieder falschen Knopf gedrückt. Also, das ist jetzt der reinen Form halber. Log Gravity Data tut exakt das, was es soll. Hey, wir haben noch keine Gravity Data vom Dings gemacht. Hier, zack, Review haben wir mit dabei. Sehr schön. Log Imaging Data. Mist. Ja, wir können jetzt spekulieren. Und
Der will so nicht. Gut. Aber das eine ist richtig und vermutlich ist das andere auch beim Suchen, hatte bei Irradiance das Ding angezeigt. Und mein Devil, ich habe den Tipp bekommen, probier mal den Schraubenzieher tatsächlich statt dem Schraubenschlüssel. Es gibt so einen Schraubenzieher im Surface Experiment Pack. Also man bezeichnet ihn auch als Schraubendreher, Zieher. Aber jedenfalls nicht den Schraubenschlüssel. Und mit dem soll es wohl funktionieren. Ich habe es aber auch noch nicht ausprobiert. Ich habe ja da auch ein bisschen mit gekämpft, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, vielen Dank. So, sehr schön. Haben wir ja alles geschafft, hier wieder zurückzukommen. Dann bauen wir die Probe jetzt mal fertig. Und ich hätte vorgeschlagen, last but not least, das ist zwar nicht unsere Hauptaufgabe, aber, wir werden auf dem Ding hier... direkt mal den Ressourcenscanner noch mitnehmen. Denn wenn wir dort eine Mining Base einrichten wollen, dann macht es ja natürlich total Sinn, dass wir irgendwann auch mal wissen, wo die Ressourcen sind. Und bevor ich jetzt zigmal dahin fliege, bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch einen Folgeauftrag geben wird mit Scanne nach Ressourcen. Das kam nämlich beim Mond auch. Und wir haben das ja dann gemacht. Oder ich hatte leider schon damit angefangen oder irgendwie so. Und deshalb bin ich da mal ganz unbesorgt, dass das Sinn macht, das mitzunehmen. So, dann haben wir jetzt schon mal, lieber Freund... Köbel Engineer sagt 2000 und ein bisschen Delta V. Das ist doch okay. Und dann machen wir das da mal ab, weil wir das hier ja primär am Minmus rumfliegen lassen wollen und klatschen uns da noch ein bisschen zusätzliches Material dran, damit wir die gute Scanner Probe auch nach Minmus bringen können. Und ich glaube fast, mir reicht die Größe von Fairing aus. Ja, tut es auch. Das tut es definitiv. Oh, verdammt Axt. Das wäre beinahe schief gegangen. Was hat er wieder vergessen? Natürlich hat er eine Antenne vergessen. Aber sowas von Antenne vergessen. Ich kann nicht so viel. Also was Antennen angeht, meine ich. High-Gain-Antenne. Ja, ich glaube, die ist dafür ganz gut. Können wir schön einklappen. Stört die erstmal keinen, solange wir sie nicht brauchen. Und nachher klappen wir sie dann einfach raus. Wo können wir die dann gut hinmauen? Ich glaube, hier sieht sie ganz okay aus. Zack. Extend. Sehr schön. Hervorragend. Gut, das gefällt mir. So. Battery Pack ist tatsächlich auch eine nicht ganz dumme Idee, weil es wird dunkle Phasen geben. Das ist die richtige Größe auch. Zack, 200, 400. Das muss für heute reichen. Mehr gibt es nicht. So. Ejection Force nicht ganz übertreiben. Wir machen Clamshell Deploy. Und wir bauen unser Fairing um die Kiste drum. Zack, na, den wollte er nicht. Zack, 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 zack. Und zu damit. So, Fairing, check. Da müssen wir nämlich auch keine so große Rakete bauen. Dann machen wir uns hier eine relativ entspannte Oberstufe nochmal. Mit einem Terrier in der Hoffnung, dass uns der ausreicht, um den Transfer zu machen. Reicht der locker? Das nimmt uns viele Probleme raus, weil wir dann nicht so viel Tüdelkram machen müssen mit und hier und da noch was ranbauen und Riesenrakete. Wir wollen ja nicht viel Geld ausgeben dafür, sondern wir wollen ja was machen. Jetzt macht ihr mich nervös wegen dem Scanner und dem Strom. Wir können natürlich auch völlig übereskalieren, was den Strom angeht. Ich habe da überhaupt keinen Stress mit, weil so teuer sind die nicht. Mit 3000. Wir können auch so tun. Dann muss keiner panisch werden wegen dem Strom. So. Also mich stört das nicht. Die Kasse ist gut genug gefüllt, dass wir auf Nummer sicher gehen können bei sowas. Zack. So, damit ist auf jeden Fall genug Strom drin. Hoffe ich.
Wenn es jetzt nicht mehr reicht, weiß ich auch nicht, was los ist. So, dann haben wir den hier. Dann würde ich jetzt sagen, hier können wir ganz gemütlich einen normalen Stack-Decoupler drunter packen. Und weil ich faul bin, gehe ich jetzt auf das große Format. Aber halt nicht übermäßig groß, sondern nur auf das ganz normal große Format. Und guck mal, wie weit ich einfach mit einem guten alten Orange Tank komme. Da komme ich zu 1,3er Trust Weight, insgesamt 7000 und ein bisschen. Check. Alles gut. Ich glaube, dann sind wir quasi fertig. Ja, ich mache noch ein paar Booster ran, aber nur for the sake of Optik. Und dann reicht das auch schon. So. Fertig. Was? Da gucken keine Sachen aus dem Fairing. Hat das da? Nee. Ach. Muss man einfach ein bisschen höher setzen. Zack, da guckt gar nichts aus dem Fairing. Das hier, das muss so. Das sind Stöpsel oder so. Gut. Einmal auf den Boden der Raketentatsachen zurück. So, jetzt gucken wir mal sicherheitshalber, ob wir hier auch Körben eingestellt haben, sonst wäre das alles ein bisschen für die Katz gewesen. So, wir haben Body, Körben, bla bla. 3900 Delta V auf der ersten Stufe. Damit schaffen wir es fast in Orbit hoch. Da machen wir jetzt noch ein paar Booster ran. Wenn der Scanner so viel braucht, brauche ich mehr Batterien. Nö, weil ich den inaktiv scannen lasse. Also ich sitze ja da nicht die ganze Zeit drauf. Außerdem fliege ich Polarorbit beim Scannen. Da sollte ich, wenn ich den seitlich drehe, relativ gut Sonnenlicht abbekommen. Das müsste schon hinhauen. So, jetzt wollten wir aber hier noch ein bisschen Booster spielen. So. Und dann nehmen wir uns die hier mit. Einfach nur für den Start. So. Und hauen die dann auch relativ direkt weg. Wenn sie alle sind, dann kommt er hier. Dann geht's Fairing auf und wir haben unsere kleine Variante. So. Ich glaube, das reicht. Wir können jetzt mal die hier noch ein bisschen nach oben setzen. Dann haben wir nämlich Platz, um eine zwei Starthilfen anzubringen. Ja, und das ist dann quasi jetzt der Startschuss auch in letzter Instanz, um loszulegen mit dem ganzen Thema Minmus-Besiedlung. Wir scannen jetzt als erstes mal, wie gesagt, die Basis durch, ob es überhaupt einen guten Platz dafür gibt. Und meine Hoffnung ist natürlich, wenn wir uns an die Contracts halten, das wäre das Schönste dabei. Das heißt, wenn wir den jetzt hier sauber abschließen, dass Folgeverträge rausfallen. Zum einen Ressourcenscans zu machen, zum anderen eine Basis zu bauen. Das wäre natürlich schön, wenn uns dafür auch noch jemand bezahlen würde. Das würde das Thema dieses Let's Plays oder dieser Livestream-Serie ja sehr, sehr gut treffen. Dementsprechend hoffe ich mal das Beste und wir schießen den jetzt einfach mal los und dann, sobald der unterwegs ist, der braucht ja jetzt ein paar Tage. Ich glaube, nach Minmus rüber fliegen wir irgendwie, je nachdem, wie ich es treffe, 11, 12, 13 Tage. Und in 5 Tagen ist unser Space Camp fällig. Das heißt, wir werden uns, nachdem wir die Trans-Minmus-Injection geburnt haben mit dem Teil hier, werden wir uns zurückziehen in die Fab und werden ein Gefährt entwickeln, mit dem wir die 14 Touristen abholen können in ein paar Tagen. Da habe ich nämlich noch nichts auf Tasche für solche Vorkommnisse. Da müssen wir auch mal gucken, vielleicht machen wir das schrittweise. Vielleicht kriege ich nicht 14 auf einen Schlag und bringe sie dann alle um. Das halte ich auch für ein bisschen gefährlich. Wenn da jemand von euch schon mal mit dem Space Camp rumgespielt hat und hat Ideen, Input, wie, warum, weshalb und überhaupt man die Touris am besten zurückbringt, alle 14, ich freue mich über Input. So. Sehr schön mit Sonnenaufgang. Das ist eigentlich der ideale Zeitpunkt zum Starten, einfach weil es hübsch aussieht, im Sonnenaufgang zu starten. Okay, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Da kann gar nicht so viel schief gehen. Die Sinne Feuer frei und Idle. Natürlich, ich habe allen Hallo gesagt, aber du kommst ja so spät erst vorbei. Da
bin ich schon mit Raketenfliegen beschäftigt. Da habe ich dann keine Zeit mehr, dir Hallo zu sagen. Nur in Zwischenphasen, wenn es gerade nicht so spannend ist. Und leider ist es immer spannend. Es ist immer spannend. So. Oh Gott, wir sind viel zu schnell. So. Wir sind wirklich viel zu schnell. Naja. Egal. Ist aber ein schöner kleiner Satellitenträger, muss ich sagen. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir genug Schub geben. Hoppala. Da hat es aber einen kleinen Knall gegeben da unten. So, jetzt haben wir genug Schub, dass wir nicht negativ werden wieder. Also wir halten die Geschwindigkeit. Und wenn wir, weil wenn man sie schon mal aufgebaut hat, auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen schnell waren für die niedrige Atmosphäre, muss man sie ja noch nicht wieder hergeben. Und Gravity Turn ist natürlich kein Fremdwort. Ich war einfach nur ein bisschen schnell. Und bevor ich die Rakete rumreiße und den Gravity Turn dazu führen lasse, dass mir die obere Hälfte der Rakete wegbricht, mache ich ihn erstmal lieber nicht. Und mache ihn dann halt sanft. Genau, damit sowas nicht passiert. Ah, nein, warum?